Hallo, da ist der Peter aus der Burgerine und ich habe heute was ganz Besonderes mit euch mitgebracht. Ich bringe heute das frei und sorglos Qigong von mir gelernt im Willi-Dunkel-Zentrum in einer Ausbildung und das werde ich jetzt da präsentieren auf meine Art, auf meine ganz eigene, vielleicht teilweise unprofessionelle Art und Weise. Meine nach mir genormte eigene Art. Und wenn es euch interessiert, dann schauen wir uns das jetzt an. Frei und sorglos Qigong aus ungewohnter Position. Ich hoffe, ihr versteht es mir dann. Ich werde ein bisschen lauter reden. Ich mache am Anfang, ich sage es gleich dazu, Meridiane ausstreifen. Also, falls man mich dann gar nicht hört, ich mache am Anfang Meridiane ausstreifen. Das heißt, wir werden am Anfang einmal die Meridiane ausstreifen und aktivieren. Das könnt ihr auch gerne jeden Tag einfach in der Früh machen. Am Abend, vorm oder nach dem Ritual. Da wird einmal so richtig alles aktiviert, die ganzen Energiebahnen. Dann werden wir zusätzlich noch die Kopfchakra und die Kopfenergiebahnen befreien mit drei Übungen. Und dann beginnt das frei und sorglos Qigong mit 6 verschiedenen Übungen. Das schließe ich dann wieder an mit der Meridiane. Abklopfen. In diesem Sinne, ich freue mich. Und es tut mir leid, jetzt schon mal, falls so ist, entschuldige ich mich dafür, dass der Wind geht und dass man mich eventuell nicht hört. So, das ist so mein Stativ. Platz, ja. Das ist alles sehr wackelig. Da stelle ich jetzt auf. Alles klar. Ja, ich glaube, volles Risiko. Falls die Kamera anstürzt, ja, von denen gehen wir einfach einmal nicht aus. Falls es anstürzt, dann ist das Video einfach in der Mitte aus und dann werden wir es anders mal fortführen. Wir fangen gleich mal an. Namaste, ich grüße euch von ganzem Herzen. Schön, dass wir da sein dürfen. Atmen. Atmen. Odem. Leben. Atmen in dein Herz hinein. Atmen. Drei Finger unterm Nabel ist das Nabelchakra. Männer mit der linken Hand darunter, Frauen mit der rechten Hand darunter, Ausgangsstellung, Qigong. Leicht in die Knie, man setzt da hinten ein bisschen so einer und steht so angestrengt lässig da. Leicht in die Knie, beim Qigong sind nie ganz durchgestreckte Bewegungen. Wir kommen einfach mal an. Hinten haben wir die Geburtsflamme. Der ist circa gegenüber, zwischen den Beckenschaufeln drinnen. Das bildet eine Linie. Das ist sozusagen die Urgeburtsenergie, die da drinnen ist. Die können wir einmal ganz direkt fließen lassen. Und dann fangen wir an, die Meridiane zum aktivieren. Wir fahren einfach an, das könnt ihr auch im Sitzen machen. Klopfen oder streichen, wie ihr wollt, ich mache jetzt beide vor. Zumindest 7 Mal. Nicht mischen, wenn es geht. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Vielleicht sogar ein bisschen langsamer. Das sind so sanfte energetische Streicheinheiten für euer ganzes System, das jetzt mit Liebe, mit Qi, mit Energie, wie auch immer man es nennt, durchflutet und aktiviert wird. Sagt, hallo, ich bin da bei dir. Die andere Hand mache ich jetzt mit Klopfen. Sagt, hallo, guten Morgen, ich liebe dich.
dann dazwischen immer ein paar Mal atmen. Das ist das untere Tantien, das untere Energiezentrum, das da genau gegenüber ist, vor der Geburtsflamme. Und diese Geburtsflamme, das ist unsere Urenergie, die nehmen wir her, wenn wir nicht energetisch aufgestellt sind, wenn wir ins Minus gehen. Deswegen stellen wir sie energetisch auf. Wir sagen, hallo, ich bin da, ich positioniere mich jetzt da. Göttliches wirke durch mich. Dann bin ich connected, im Einklang mit den Energien und muss nicht mein eigenes Geburts-Chi dafür verwenden. Zweite Übung, vom Brustbein oben bis zum Schambein. Abklopfen oder streichen, vielleicht sogar mit der ganzen Hand. Wichtig dabei, die Finger nicht so, nicht überkreuzen, sondern eher immer so höchstens einen leichten Abstand. Die Augen kennst du normalerweise dann, wenn du das einmal drauf habt, und das ist schnell. Schließen dabei. Als nächstes, als dritte Aktivierungsübung und als letzte Aktivierungsübung die Nieren, ganz wichtig, da bei den Beckenschaufeln, Handflächen, da könnt ihr vorher übrigens auch die Handflächen aktivieren. Lao Gong heißen die, Lao Gong in der Qigong-Sprache, Lao Gongs, die aktiviert man, indem man einfach reibt, zum Beispiel dann klatscht. Dass sie richtig schön warm werden, jetzt kann man auch spüren. Die Lao Gongs. Ja, man spürt es wirklich. Man kann sie spürzen mit Energie. Es ist eine schöne Geschichte, die Energie mag das. Die Energie da auf den Nieren hin. Bisschen Leim. Dann hinten das Himmelschi hinten in die Erde schieben. Erdschi aufnehmen. Vorn wieder nach oben bringen. Gleichzeitig seitlich nach unten. Nummer. Chi aufnehmen und wieder nach oben in den Körper schieben, in die Körpermitte schieben, das Chi. Und wieder das Himmelschi nach unten bringen und die Erde-Energie aufnehmen. Dann starten wir los mit dem frei und sorglos Qigong. Ich schaue jetzt mal, ob die Kamera noch rennt. Jupp. Ja,
Also frei und sorglos. Frei und sorglos. Also das ist wie gesagt Laogang. Dashin, genau die Dashin können wir auch aktivieren. Nehmen wir einfach von da oben. Oben ist genau da zwischen Ohren, diese Linie zwischen den beiden Ohrspitzen. Und genau in der Mitte, von ganz nach hinten, ist der Punkt Dashin. An dem, wenn man sich auf eine kleine Schnur vorstellt und sie da aufziehen lässt, so ist die optimale Stellung vom Kopf für die Wirbelsäule. Also es ist so leicht nach vorn geneigt. Nur so zur Information. Da kann man auch ein bisschen Energie hier schicken, hier und da, da Schien. Und das aktivieren wir jetzt. Fühlt diese Energie, fühlen. Es geht um das, was zwischen die Energie, die zwischen euren Fingern und eurem Inneren da rennt. Diese energetische, magnetische Energie zum Spüren. Dann von vorn nach hinten, genau über die Ohren. Zu langsam könnt ihr es gar nicht machen. Zu schnell schon. Wenn es nicht mehr im Fühlen Satz ist, zu schnell. Und die letzte ist dann die da. Immer eine gute Idee, so kämen. Generell macht es Kopfmassagen jeden Tag mit vielleicht ein, zwei Tropfen ätherische Öle, gute Massageöle. Massiert euren Kopf frei von der ganzen Energie, die dort nicht mehr reinkehrt vom Tag. Insbesondere nach hinten. Es fängt natürlich wieder so an. Atmen. Es geht beim Qigong hauptsächlich darum, schaut, wir sind die Kinder, die göttlichen Kinder. Wir sind diejenigen, die die Himmelsenergie auf die Erde überbringen und die Erdenergie in den Himmel bringen. Wir sind die Mittler, wir sind die lebendigen Werkzeuge, die Energie, die diesen Tanz ausdrückt von Himmel und Erde. Mit den Füßen sind wir fest am Boden und mit dem Kopf sind wir weit im Himmel, sinnbildlich gesehen. Und natürlich auch umgekehrt. Und in diesem Qi, in diesem Meer aus Qi, es ist lustig, die Menschen da glauben, ich bin ein Schauspieler, aber das ist nicht nur die Bühne. Schon ein paar Zuschauer. In diesem Meer aus Qi tauchen wir, schwimmen wir. Und das können wir nur dann, wenn wir es fühlen. Erste Übung. Schulterbreiter Stand übrigens, gell? Fühlt immer die Energie in eure Handflächen. Das sind so Säulen aus Licht bei mir, die leicht warm
blauende Erden gängen und mit denen ich so spüre eigentlich. Wir sind jetzt orange-rot. Und wenn du es nicht fühlst, macht es nichts. Es ist da, wenn es sowieso funktioniert. Das war die erste Übung vom freien Sorglos-Qigong. Zweite Übung, der Baum, den kennt man ja. Und ich nehme diese Kugel aus Qi, forme sie nach oben an und halte jetzt dieses Meer aus Qi. Bewege mich nach links. Mit dem Einatmen wieder bewegen. Einatmen. Dieser Ball aus Qi, diese pulsierende, schöne Energie, in dem bewege ich mich da gerade. Wow! In eurem Tempo, zu eurer Zeit. Ihr macht es dann, wenn es mehr als 7 Mal. Ich mache es jetzt nur 5 Mal, weil das Video nicht so lang wird. Und dann nehme ich diese Kugel aus Qi, diesen roten, in dem Fall Feuerball, und schiebe ihn in meinen Körper hinein. Ich schiebe dieses Himmels-Qi durch mein ganzes Körpersystem nach unten ein und aktiviere alle meine Bahnen. Nächste Übung, der Energieball. Du kennst vielleicht das Wort vorher noch ein bisschen auf. Laden den Laugong. Und dann können wir so anfangen. Du spielst mit der Energie. Ziehharmonika, Ball, Säule. Mit dem Einatmen, Ausatmen jetzt, Einatmen. Es zieht sich so. Und dann fällt die obere Hand nach unten, nach vorne unten. Und die untere kommt nach oben und ich rolle so diesen Ball vor mir. Diesen Energieball direkt vor meinem Nabelchakra. Oder unteren Tandien. Mit Qigong-Sprache. Man kann, wenn man mag, dazwischen auch mal eine linke Hand aufnehmen. Und Leute, es geht alles nicht so genau. Ihr spürt es, wie die Energie bei euch fließt. Die Hände übrigens nicht so, weil dann verliert man das Qi eher, wenn man solche Übungen macht, sondern mehr so, weil er da rauskommt. Wenn ihr die Energie nicht mehr spürt, dann seid ihr nicht da. Dann ist euer Geist woanders. Dann bringt es ihn wieder her. Jetzt in dem Moment. Jedes Geräusch, jeder Atemzug, jede Wahrnehmung bringt euch in den einen Moment. Und ihr könnt ganz liebevoll sein, es ist Qi, es liebt euch, es ist das Leben, es ist der Gott, es ist die Göttin, es ist das Gute, Wahre und Schöne.
Nächste Übung. Schwimmen. Schwimmen in diesem Meer aus Qi. Und man spürt so ein bisschen diesen Widerstand, wie man immer so das Qi nachzieht. So ein bisschen. Das kommt ja immer ein bisschen später. Gell? Man geht vor, deswegen soll man auch schön langsam sein, sonst macht es einfach nicht mehr mit. Es ist so wie so ein verlängerter Schöpflöffel, oder so ein Stiel, gell? Ein flüssiger Stiel, so halb zäher bei mir. Größer, kleiner. Wie sie mich jetzt. Und dann fertig mit Schwimmen. Nehmen die Energie wieder, dieses Dreieck jetzt. Kranich. Und spürt es wieder, wenn es das Qi da weg, wenn es da durch den Meer aus Qi, das jetzt schon ganz stabil ist, wenn es da hinzieht, wie sie das Schä. Es ist so plastisch, flüssig, pulsierend, es ist so kristallin und doch so fest. Und wie sie sich dann auffächert, bis oben in die Erde. Wie wenn sie ein Pfarrer auffächert. So eine schöne, wache Energie. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und wieder zusammennehmen als Chi-Lerner. Oh, danke. Leben. Danke für diese unermessliche Schönheit. Die letzte, sechste Übung ist das erste. Man kennt das Mumie nicht, vielleicht. Die Übung, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es geheißen hat in dem Kurs jetzt. Nenn es Schlafwandler und Mumie, wie du magst. Wechselnd mit dem Kranich. Und wenn es, seid immer achtsam mit denen, schiebt es nicht so weg und dann so runter. Werdet Ästhetiker. Werdet ästhetisch. Die Natur ist immens ästhetisch. Das sind lauter Wellenformen. Wenn du von dort ane wechselst mit dem Ski, nimmst du es da mit auf und gehst so. Bildest eine kleine Mulde, dass man so anleitest. Ganz zärtlich. Und schiebst es wieder runter. Auf. Man spürt es eh genau, wenn man zärtlich ist und achtsam und wenn man roh wird und grob. Ästhetik, Würde, Schönheit in Bewegung. Das sind wir. Schönheit in Bewegung. Wahre Schönheit. Echte Schönheit. Nie ganz durchstrecken, gerade Gelenke. Kannst du ruhig ein bisschen experimentieren, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Also ich mag das voll. Qigong ist übrigens Yin,
das Weibliche. Das meiste beim Yoga, über 90% außer Yin-Yoga und vielleicht nur ein, zwei andere, sind Yang. Ist alles nett, ist alles schön gut, zum Rüberkommen und wirklich zu dir kommen. Und deine strahlende Säule des Lichts empfiehlt sich Qigong sehr. Dann kannst du, wenn du magst, nochmal zum einen machen, also einfach nehmen wir diesen großen, schönen Qi-Ball, diesen pulsierenden. Jetzt weichen wir von der Norm gerade an. Führen wir da über unseren Kopf zusammen, halten einen Moment inne. Formen wir nach hinten. Formen wir nach vorn. Schieben diesen schönen Himmels-Qi-Ball durch unseren Körper durch, durch unser ganzes golden pulsierendes System. Und nehmen wir jetzt einmal, lassen wir wirklich bis zur Erde arbeiten. Nehmen wir Erd-Qi auf. Bringen seine Rückseiten nach oben. Also nur mal zum Wiederholen. 6 Übungen vom freien Sorglos Qigong, Ausgangsposition, leicht in die Knie, unteres Tandien, 3 Fingerbrats unterm Nabel, unterm Nabel. Männer linke Hand unten, Frauen rechte Hand unten. Probiert es aber ruhig, das sind nur Vorgaben, ihr könnt es auch erinnern, wenn es euch anders gut geht, macht es anders. Erste Übung. Schlafwandler, Mumie oder was ihr da immer sagen möchtet dazu. Zweite Übung, Baum. Dritte Übung, Energieball. Die obere Hand kippt nach vorn, die untere kommt nach oben. Zärtlich, liebend, fühlend, weich, ästhetisch. Dritte Übung, Schwimmer. Vierte Übung, Schwimmer. Fünfte Übung, Kranich. Sechste Übung, Kranich und Mumie. Und jetzt sind wir eigentlich fertig, ja? Richtig? Mit dem freien Sorglos-Qigong-Übungen. Und jetzt nehmen wir. Und das sollte man immer machen, selbst wenn ihr jetzt nicht alle Übungen durchmacht. Macht es aktivieren, was wir am Anfang gemacht haben? Das ist wie eine Energiedusche, eine energetische Dusche. Also hallo, ich liebe dich, ich bin da für dich. Ich stehe zu dir. Und am Ende dann auch nochmal alles ausstrafen. Ihr könnt euch da runterklopfen. Mit der Faust oder mit der Hand. Eher mit den Händen, dass du in das Handchakra reinkriegst. Bis ganz unten. Oder ihr straft euch nur, wie ihr wollt, oder ihr mischt da. Und die Mutter Erde nimmt immer alles mit, was ihr jetzt nicht mehr braucht. Vielleicht habt ihr einfach so viel Energie jetzt auf dem Kopf oder was auch zwischendurch, wenn ihr macht irgendwas habt. Straft es euch einfach aus. So. Da ist überhaupt nichts dabei. In diesem Sinne, ich bedanke mich, grüße das Höchste in dir und wünsche dir, wie immer, in dem Fall von da, von Gas im Kamp, nur das Beste, Schönste und Lichteste für dich und deinen Weg. Wenn du Unterstützung und Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, in der
volle Kraft. Und in der ganzen Liebe freue mich, wenn ich von dir her, wenn wir sie treffen auf der Lichtoase. Und gemeinsam in dein volles Potenzial gehen. Danke, dass du gibst. Du bist das Beste, Lichteste und Schönste für dich, für die ganze Welt und einfach überhaupt und alles Lebendige. Gaza, Kolosseum.